herzliches Willkommen zu der Philosophieausstellung. Ich als Hausherr habe die Ehre, Sie begrüßen zu dürfen und darf Ihnen sagen, dass ich sehr glücklich bin. Sehr glücklich darüber, dass dieser lang gehegte Traum endlich jetzt wahr geworden ist. Dass die Philosophieausstellung hier im Lebensgut einen richtig guten Platz gefunden hat, hier in der Scheune. Vor einigen Jahren hat man schon gesehen, dass drüben der Saal so klein geworden ist und deshalb haben sich die Leute hier, der Mike Hosan und der Rudi Schollmeier, ausgesucht, in der Scheune hier Platz zu schaffen, wo richtig viel hell durchfluteter Raum ist und wo diese Ausstellung, die schon sehr lange besteht, wie lange, wird uns der Uli nachher nochmal sagen. 2002 ungefähr. Ja, 14 Jahre, 16, ja. Wie einen würdigen Platz bekommt. Mein Name ist Heinrich Kronbichler, ich bin der Besitzer jetzt inzwischen dieses Gutes und bin feste dabei, es weiterzuentwickeln, dahin zu entwickeln, was es sein soll, nämlich wirklich eine Perle hier in der sächsischen Oberlausitz. Selber bin ich ja Österreicher, Tiroler, tue mich also mit dem Sächsischen noch ein bisschen schwer. Ich übe. Aber ich denke auch, werde ich in dieser Interaktion nicht mehr lernen, muss aber auch nicht sein. Soweit bin ich auch verständlich. Hoffe ich zumindest. Ja. Zur Philosophie wollte ich noch sagen, Elektroingenieur habe ich mit den Naturwissenschaften natürlich eher den Zugang zu der Wissenschaft als die Herren und Damen, die sich der Philosophie verschrieben haben. Nichtsdestotrotz habe ich auch so ein Erlebnis gehabt, ich glaube, ich war so ungefähr 30 Jahre alt, da hat ein guter Freund von mir ein Buch geschenkt oder eher empfohlen. Ein Buch, einen dicken Wälzer, das stand Sophies Welt drauf. Ich habe mal kurz hineingeschaut und dann ganz schnell das Buch in den Schrank gestellt. Das war nichts für mich. Und wie das immer so ist, wenn die Zeit reif ist oder reif wird, dann fallen Bücher aus dem Regal. Das hat bei mir nicht lange gedauert, vielleicht so 3, 5 Jahre. Und dann ist das Buch rausgefallen, mir in den Schoß, und ich durfte es lesen. Ich war so begeistert von dem Buch, dass ich es gleich zweimal gelesen habe. Und vor allen Dingen die Passage, wo Jostein Gardner das Universum beschreibt, wie groß es ist. Dass wir 400 Milliarden Sterne haben in unserer Galaxie und 400 Milliarden Sterne. Hat ein Stern was mit einer Sonne zu tun? Also ich war dann schon ganz schön erstaunt, wie ich mir die Dimensionen da so vorgestellt habe. Aber dann kam noch der zweite Satz oder der zweite Absatz, wo er dann geschrieben hat, dass es nicht nur 400 Milliarden Sterne in unserer Galaxie gibt, sondern dass es mehrere 100 Milliarden Galaxien noch gibt. Also diese Passage, glaube ich, habe ich ungefähr 4 oder 5 Mal gelesen, weil ich konnte einfach, man liest es immer wieder, man kriegt es so im Kopf hinein, aber fassen, glaube ich, kann man es nicht wirklich. Und da ist die Philosophie ein echtes Hilfsmittel, dass man sich mitunter die Frage stellt, wo komme ich her, wo gehe ich hin, warum bin ich hier? Ich wünsche mir sehr viele Kinder und Jugendliche, die hierher kommen, dafür haben wir die Ausstellung gehabt, aber auch sehr viele Erwachsene, die so wie ich einen späten Zugang zur Philosophie finden, dass sie hier mit den Modellen ein anschauliches Beispiel bekommen, wie Philosophie vielleicht verstanden werden kann. Und ich lade Sie herzlich ein, bei jedem Modell so lange zu bleiben, wie es notwendig ist, um was zu verstehen. Sie werden es heute nicht schaffen, kommen Sie wieder. Die Ausstellung, die wird in Kürze dann eine Dauerausstellung werden. Momentan ist es nur über Anmeldung möglich. Und eine ganz große Freude habe ich noch. Nächste Woche haben wir bereits die erste Klasse aus Leipzig hier, die sich 2 Tage die Philosophie
anschaut und, ich hätte schon fast gesagt, reinzieht. Mal sehen, was in den zwei Tagen bei den jungen Buben und Mädels übrig bleibt. Auf alle Fälle werden sie ganz sicher geflasht wieder nach Hause gehen.